Ah, direkt hinter dem Vieh. Ja, die kotzen die Viecher aus. Lecker. Segeldruckbündel, Strandstein und Abort. Ich mache noch ein bisschen Abort. Okay, da hinten in der Ecke. So, was erwartet mich jetzt hier? Das klar, ich kenne ich doch. Sag. Und ein Mensch. Halt die Klappe da. Noch nicht so weit weg. Bin ich so weit hinterherlaufen. Bleib stehen. So. Finde ich. Oh, das ist einfach ein Mana-Trank. Gnome und Kinderreim. Reim ist mit einer bunten Illustration versehen. Lesen. Nas und Ras, die Brüdergrummel, fährt dabei die Kinder verschwinden. Ach, das kennen wir doch schon. Ich habe gut verkauft, das Buch. So. Da muss ich hin. Zu Paddy zurückkehren. Zu Hause. Könnte mal jemand mal Rasen mähen. Mal so ein frischer Anstrich. Bitteschön. Was macht die Futtersuche? Futter? Mal sehen. Ja, ja, das ist alles, was ich brauche. Ich fange gleich an. Die Instandsetzung ist noch nicht abgeschlossen. So etwas dauert seine Zeit. Wiedersehen. Ich bin noch so ungeduldig. Okay, auf Fertigstellung warten. Dann hopfen wir mal hier raus und gucken mal die anderen Quests an. Die laute Port, naja. Hopsen wir erstmal hier raus und dann gucken wir mal, wo wir hin müssen. Das ist der falsche Weg. So eine Truhe oder naja, ein Skelett noch. Blutnadeln. Nichts, was ich brauche. So, jetzt hier raus. Schneller. So.
Im Westen ist es gefährlich. Ich bin froh, dass ihr euch hier einlebt. Ach, du kannst mal alles reparieren, so. Bei mir wird es wohl noch eine Weile dauern, fürchte ich. Ich werde hier sein. Ach, wo ist die Olle? Viel Glück. Ich habe kein Vertrauen in Fest. Ich werde hier sein. Willkommen zurück. Ach, du bist. So. Wie kann ich euch an diesem schönen... Wir sehen uns. Ja, tun wir. So, und da vorne war doch jemand, der. Alda Maloy. Es tut mir leid um euren Freund Tari. Es ist bedauerlich. Und doch habe ich im Laufe der Zeit gelernt, dass alles, was geschieht, Teil von Akaras Plan ist. Wir im Dorf bereiten uns auf die Darbringungszeremonie vor, um unsere neuen Nachfahren zu erhalten. Erst dann werdet ihr es wahrhaftig verstehen. Ihr habt Informationen für mich. Kapitänin Brattigan hat mir erklärt, dass ihr plant, den toten Kell zur Rechenschaft zu ziehen. Ich verstehe eure Gründe, aber dieser Plan ist Wahnsinn. Dennoch wünsche ich euch, dass ihr Erfolg habt und verweise euch deshalb an einen Mann namens Kay. Er ist der älteste Schiffbrüchige auf Geigens End. Er wird Antworten für euch haben. Doch bevor ihr mit ihm sprecht, muss ich euch um einen Gefallen bitten. Eure Reise führt euch an der Seelengrundwehr vorbei, wo sich meine Frau Bridget auf die Darbringung vorbereitet. Bringt ihr dieses Amulett, sie wird es haben wollen. Alle Nachfahrenden tragen es während der Zeremonie. Okay. Na ja, machen wir uns auf den Weg. Wir haben gerade eh nichts Besseres zu tun. Da hier ist eine Kiste. So, wo? Ah. Und hier lang. Der Seelenrundwehr. Es war nicht leicht, aber ich bin diesem Landungstrupp ins Inselinnere gefolgt. Niemand, der so viel Fracht mit sich führt, ist zufällig hier. Da braut sich ein Sturm zusammen. Es wird euch freuen zu hören, dass ich einen gefangen genommen habe. Den schmächtigen Kerl dort drüben. Er sagt, er sei harmlos. Aber ich bin mir da nicht so sicher. Außerdem habe ich noch ein weiteres Schiff entdeckt. Es liegt direkt vor der Küste und ist noch vollkommen seetüchtig. Wenn ich ein wenig verrückter wäre, würde ich es stehlen und lossegeln. Aber vor allem interessiert mich der Anführer dieser Leute. Wenn sie auf Blut aus sind, werden wir es schon bald wissen. Ich muss sagen, er war einem Kampftrupp ähnlicher als einer Schiffsbesatzung. Ich habe sowohl Krieger als auch einige Scholaren unter ihnen gesehen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Fremde auf der Suche nach Akaras Macht und der Magie der Insel nach Geigens End kommen. Ich habe nur schon seit Jahren keine mehr gesehen. Verfolgt den Anführer. Ich hatte gehofft, dass ihr meine Ansichten teilt. Die Leute in Trostkap legen ihre Schicksale immer in die Hände anderer. Ob es nun Akara, der tote Kell oder sogar mein Vater ist. Ich werde nicht länger untätig zusehen. Ich gehe und ich werde denjenigen finden, der hinter dieser Invasion steckt. Er schuldet mir ein paar Antworten. Auf Wiedersehen. Ja, so, jetzt will ich mal kurz gucken. Hier. Dylan Gravenor. Dieses verrückte Weib hätte mir fast die Haare ausgerupft. Habt ihr eine Ahnung, was es kostet, sich so frisieren zu lassen? Nein, vermutlich nicht. Dann bin ich wohl euer Gefangener. Großartig. Und ich dachte, besser wird der Tag nicht mehr. So, wer bist du? Calder und ich hatten gemeinsam studiert. Ich verlegte mich aufs Gammon-Schleifen, während er sich offenbar entschied, wahnsinnig zu werden. Aber ich möchte nicht urteilen. Calder Von? Ihr solltet ihn bei seinem vollen Titel nennen. Lord Von. Seine Familie besitzt in Rathier große Macht. Sie sind alle Exzentriker. Interessiert an Relikten, Nachforschungen und Gerüchten. Und das alles hat sie hierher geführt. Sobald sie von Galgens End erfuhren, mussten sie es finden. Ich war zwar schon auf schöneren Inseln, aber dieser Haufen aus Wracks und Eiferern hat bestimmt auch seine Reize.
Ich weiß zwar nicht welche, aber ich bin mir sicher, es gibt sie. Lebt wohl! Naja, oder Gemmschleifer mit einer verdammt Frisur. Naja. Jede merkt sein, das seine. Was haben wir hier? Gemmschleifer da. Ich kann's noch nicht. Naja. Ah, hier vorne schon direkt. Beobachtet. Was ist euer Begehr? Die neue Nachfahrin darf nicht gestört werden. Ihre Meditation ist für die Darbringungszeremonie von größter Bedeutung. Ohne die entsprechende Vorbereitung wird sie die Macht, die Akaras Segen mit sich bringt, nicht bewältigen können. Sie würde sie vernichten. Er ist der Grund, warum wir alle auf Galgens End ein friedliches Leben voller Gnade und Erleuchtung führen. Er ist gerecht und das ist mehr, als wir verdienen. Sie ist der Moment, in dem ein einfacher Mann oder eine einfache Frau zum Werkzeug eines Gottes wird. Die neue Nachfahrin wird bereits Monate vor der Zeremonie auserwählt, damit sie über die Bedeutsamkeit ihrer Pflichten nachdenken kann. Wenn die Darbringung dann stattfindet, gibt Akara seinen Segen an die Auserwählte weiter, die dadurch zur Nachfahrin wird. Es ist wundervoll. Sie verkörpert Akaras Macht und seinen guten Einfluss hier in der Welt der Sterblichen. Viele wünschen sich, die Nachfahrin zu sein, aber letztlich wird nur eine erwählt. Sie muss stark genug sein, um Akaras Segen aufzunehmen, denn die Schwachen würde er verzehren. Wie gesehen, Grundwehr. Sie war einst ein Stollen der Dwarga, bis diese die Insel verließen. Anschließend wurde sie von den ersten Bewohnern Trostkaps in Besitz genommen. Die erste Nachfahrin lebte hier, hinter diesen warmen, schützenden Mauern. Heute bereiten sich alle Nachfahrinnen hier vor. In Sicherheit und unter unserem wachsamen Blick. Die Wache der Nachfahren. Wir sind die Wächter. Von Geburt an sind wir von dem Dorf getrennt und in unsere Ausbildung versunken. Unsere Gaben stammen von Akara selbst. Wir sind seine Augen auf Galgens End, seine schützende Hand, die die Nachfahren und ihr Volk behütet. Dieses Amulett ist für die Briten. Sein Name wird schon bald bedeutungslos sein. Sie wird die Nachfahrin sein, Akaras Auserwählte und das Gefäß seiner Macht. Ich werde ihr das Amulett geben, sobald sie ihre Meditation unterbricht. Nun müsst ihr gehen. Und das ist kein Vorschlag. Wo ist Bridget? Das geht euch nichts an. Sie ist in Sicherheit. Der Nachfahrin wird unter dem wachsamen Blick der Wächter nichts geschehen. Akara sei gepriesen. Ah, aber der Weg der Nachfolgerin. Dieses Buch legt die Glaubenssätze der Nachfahren dar und beschreibt, wie sie sich zukünftigen Nachfahren auf ihr neues Leben vorbereiten sollte. Lesen wir doch mal. Okay. Abschnitt 12. Die Glaubenssätze. Die Last der Göttlichkeit zu tragen ist eine unvergleichliche Bürde und obwohl wir die wahren Geheimnisse Akaras nicht kennen, sind seine Absichten doch klar. Er wünscht sich für uns, sein Volk, nichts weiter als Sicherheit und Zufriedenheit. Diese Insel ist sein Reich und die Schiffsbrüchigen sind seine Schutzbefohlenen. Da uns seine Hand nicht unmittelbar leitet, ist es an der Nachfahrin, ihm zuzuhören. Wir hören die Worte des Meisters und verbreiten sie unter seinem Volk. Beherzigt diese Worte zukünftige Nachfahrinnen, nun, da die Darbringungszeremonie näher rückt. Wisset, dass ihr nicht alleine seid. In vielen eurer Tage wird es Einsamkeit und Ausflüge der Angst geben. Doch verzweifelt nicht. Akara teilt jede Last mit euch, ebenso wie eure Familienangehörigen und Liebsten im Dorf. Diese Prüfung wird nicht ewig währen und wir müssen sie alle gemeinsam meistern. Als Gemeinschaft und als Auserwählte. Als Vorbereitung auf die Darbringung ist es klug, über folgende Glaubenssätze nachzusehen. Erstens. Akaras Weisheit leitet uns. Mögliche Nachfahren werden durch Akaras Willen erwählt, von ihm auserlesen und der Gemeinschaft als Kandidatin präsentiert. Die Ältesten des Dorfes diskutieren anschließend ausführlich über die Kandidatinnen, bis eine von ihnen auserwählt und bestätigt wird. Von diesem Tag an wird von ihr erwartet, dass sie sich entsprechend ihrer zukünftigen Stellung verhält. Zweitens.
Die Kandidatin muss sich vorbereiten. Die Seelengrundwehr ist schon seit langem ein Rückzugsort für die Frommen. Nutzt diesen Ort. Meditiert über das vor euch über die vor euch liegende Aufgabe. Nutzt diesen Ort. Meditiert über die vor euch liegenden Aufgaben. Betet zu Akara und sucht nach seiner Stimme. Und wenn ihr sie hört, dann befolgt seine Worte. Bleibt immer in der Nähe der Wächter. Viele auf dieser Insel werden euch schaden wollen. Bereitet euch vor und fürchtet sie nicht. Drittens, bereitet euch auf das Ende vor. Das Ende ist nah. Nee, gut. Das Leben der Nachfahren währt nicht ewig. Am Ende jeder Generation wird Akara eine neue Saat brauchen. Sterbliche altern, verändern sich und sterben. Das ist ihre Natur. Wenn die Zeit gekommen ist, wird die Nachfahren von Akara aufgefordert werden, zurückzutreten und Platz für ihre Nachfolgerin zu machen. Anschließend wird von ihr erwartet, dass sie die Insel verlässt und sich als Vertreterin Akaras auf die Suche nach einem neuen Leben in der Außenwelt macht. Nun ist die Zeit für eine neue Nachfahren gekommen. So. Sehr interessant. Es wandeln da jede Menge Vertreter. Ja. Die Zeugen Jehovas. Möchten Sie über meinen Gott reden? Naja. Jedem das seine. Meins ist es nicht. So. So, noch irgendwas? Mit Kai sprechen. Vor allem ist ja hier so friedlich auf der Insel. Ja. So. Einer hatte mich wohl gesehen. Habe ich aber nicht so registriert. Was haben wir denn hier? Wen haben wir denn hier? Aubrey Gilchrist. Hallo? Verzeiht mir, dass ich frage, aber kennen wir uns? Ich bin vor einigen Monaten hier gelandet. Das sagen zumindest die Dörfler. Hab einen verdammten Schlag auf den Kopf gekriegt. Ist nicht einfach mit dem Gedächtnis. Hat man es, vergisst man es. Und sobald es weg ist, vergisst man, tja, alles. Selbst jetzt, ich kam aus einem Grund hierher, an den ich mich nicht erinnere. Alles, was ich habe, ist diese Karte. Und die nützt mir hier nicht viel. Ja, wer bist denn du, Aubrey? Mein Name ist Aubrey. Aber das ist auch schon alles, woran ich mich erinnere. Die anderen Dorfbewohner sagen, sie hätten mich halb ertrunken im Wasser vor dem Krabbenstrand gefunden. Ich bin mir fast sicher, dass er der Grund ist, warum ich hier bin. Man weiß doch, dass er die Schiffe versenkt, die der Insel zu nahe kommen. Die anderen Dorfbewohner raten mir, in der Nähe von Trostkap zu bleiben. Aber ich kann einfach nicht anders. Irgendetwas in meiner Natur sehnt sich nach Erkundungen. Sie sind ein zähes Volk, entschlossen, die Elemente allein mit dem starken Griff ihrer Hände und dem Willen in ihren Herzen zu bändigen. Sie würden jegliche Hindernisse, ob Meer oder Stein, niederreißen, um ihre Ziele zu erreichen. Seid euch dessen stets bewusst. Ich bin mir nicht sicher, wie ich hierher gekommen bin oder warum ich überhaupt in dieser Gegend war. Ich hasse das, diese Fragen. Tja, das ist keine Karte, nein, eher ein Fetzen Pergament. Ich habe ihn zwischen den Trümmern hier gefunden. Aber was habe ich hier eigentlich gesucht? Treibgut? Schildkröteneier oder Krabben? Muscheln? Vielleicht ist es ja eine Schatzkarte. Ich würde sagen, das ist Dwerger. Der Schrift nach. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich darauf komme. Was ein Dwerger ist? Keine Ahnung. Ich bin froh, wenn ich mich an meinen Namen erinnere. Wenn ihr euch die Ecken des Pergaments anseht, erkennt ihr, dass es von einem größeren Blatt abgerissen wurde. Möglicherweise gibt es mehrere Teile. Nur zu, sie gehört euch. Was nützt eine Karte auf einer Insel ohne Boote?
Wenn ich noch mehr finde, könnt ihr sie haben. Das heißt, wenn ich mich erinnere, wer ihr seid. Wo sind die anderen Karten? Frag mich nicht. Teile? Ich weiß morgens oft nicht einmal, wie ich heiße. Mein Rat ist nicht sonderlich verlässlich. Wiedersehen und passt auf euch auf. Du kannst ja froh sein, dass du überhaupt lebst. Das ist ganz schön was mitgemacht, junge Frau. So. Ein Langbogen. Nichts für mich. Dir den Gefallen. Alles gut. Schlaf einfach ein. Geht doch. Siegel der Intensität. Ah, na. Kyras der Zauberei. Das ist eh schon nichts für mich. Ein bisschen Gold. Ah, Quest. Nebenquest, okay. Quai, ich komme. Mal gucken, ob hier irgendwas ergänzen sind jetzt nicht so ganz mein Fall. Aber da scheint eine Truhe zu sein. Oder ein Haufen. Nein, danke, um nichts. Zephrins Aufzeichnung. Ein Bericht über verschiedene Schiffswracks, die auf der Insel Galgen's End gefunden wurden. Alpha-Kriegsschiff Nummer 3. Das Wrack war derart zerstört, dass es kaum noch sagen ließ, ob es einst wirklich ein Schiff gewesen war. Der Kapitän lebte noch, zumindest für einige Augenblicke. Sie waren offenbar auf dem Meer von Melsenche zurück nach Rathia. Sie haben die Stadt zwar nie erreicht, aber zumindest müssen sie nun auch nicht mehr kämpfen. Rote Legion, Schaluppe 2. Die Mitglieder der Roten Legion sind nicht mehr die gefürchteten Piraten, die sie einst waren, aber sie sind noch auf dem Frostbruchmeer noch immer häufig anzutreffen. Da das Holz dieses Schiffes von Zwergenfeuer versenkt ist, wurde es offenbar von einem Dwergerpiraten angegriffen. Es gab keine Überlebenden. Masariol, Zirkusschiff 1. Ich selbst habe diese Schiffe zuletzt gesehen, als ich noch ein Junge war, aber aus irgendeinem Grund hatte sich dieses Zirkusschiff weit nach Norden gewagt. Die leuchtenden Farben, in denen es gestrichen war, hatten es verraten. Es gab zwar keine Überlebenden, aber dafür einen Behälter mit Wein, den ich für eine zukünftige Verwendung sicher versteckt habe. Gnomische Trimäre, Trireme 2. Ein weiteres Scholarenschiff, das angespült wurde, was auch immer sie erforschen wollten, wird noch eine Weile ihr Geheimnis bleiben müssen. Ich habe unzählige Bücher und Notizen gefunden, aber nichts von Wert. Also habe ich das Papier benutzt, um in den letzten Nächten mein Feuer am Brennen zu halten. Almein Gastschiff 1. Als ich das Wrack fand, gab es noch etwa ein Dutzend Überlebende, aber dann wurde ich vom toten Kell angegriffen. Ich bin gerade so mit dem Leben davongekommen, kann das selber aber nicht über die Siedler sagen. Arkane Karacke 1. Es ist immer ein wenig gefährlich, das Wrack eines Magierschiffs zu durchsuchen. Es gibt dort überall magische Fallen. Zum Glück habe ich jedoch keinen meiner Finger verloren und außerdem einen hübschen Zauberstab gefunden. Ich werde wohl versuchen, ihn in Trostkap gegen etwas Nützlicheres einzutauschen. Dwerganisches Piratenschiff 3. Dieses Wrack lag schon eine ganze Weile dort, vielleicht schon seit der Zeit, als die Dwerger die Insel besiedelten. Es hatte jede Menge Seestahl an Bord. Ich könnte es vielleicht Paddy geben, falls es ihm jemals gelingt, diese Feste in Besitz zu nehmen. Okay. Na dann, geht's weiter.